Ja, liebe Hochschulgemeinde, nach langem Warten ist es nun endlich soweit. Der zweite Teil der ersten Phase von GP 2025 ist diese Woche verteilt worden. Um was geht's? Wie Sie sich sicherlich noch daran erinnern können, haben wir vor ungefähr 1,5 Jahren einen großen internen Wettbewerb gestartet, dass sich alle Fakultäten daran beteiligen, Ideen zu sammeln, zu suchen, weiterzuentwickeln, um die Hochschule noch stärker auf die Anforderungen der regionalen Wirtschaft, auf unser nicht nur regionale Wirtschaft, aber auf unser regionales Umfeld abzustimmen. Was ist dabei herausgekommen? 22 hervorragende Ideen, wovon wir mit externen Expertinnen und Experten und auch intern uns auf 4 große Weiterentwicklungsprojekte fokussiert haben. Das ist zum einen die Einführung des Studiengangs Wirtschaftspsychologie und internationale Informationssysteme sowie den digitalen Baumeister und auch Creative Engineering. Was waren die ausschlaggebenden Punkte, warum wir diese 4 Projekte ausgewählt haben? Ein wichtiger Punkt war erstens, dass es etwas Neues ist, was man in der Region braucht. Und auf der anderen Seite, dass es kein bestehendes Angebot kannibalisiert. Und letztes Jahr haben ja schon Zuweisungen stattgefunden. 3 Professuren und jeweils drei Professuren für Wirtschaftspsychologie, für internationale Informationssysteme. Und jetzt, da wir über die Hightech-Agenda die volle Zuweisung erhalten haben, kommen nochmal für diese beiden Studienangebote nochmal 3 Professuren dazu. Also insgesamt 6 Professuren, eine E13-Stelle und eine halbe Teamassistentenstelle für jeden einzelnen Studiengang. Für die beiden anderen Studiengänge, die vermutlich nicht ganz so studierendenstark sind, haben wir 4 Professuren für Creative Engineering und eine E13 und eine halbe Teamassistenz. Fürs digitale Planen und Bauen haben wir 5 Professuren und eine halbe Teamassistenz. Warum diese Unterschiede? Nochmal, es ist ganz wichtig, an jeder Professur hängen bestimmte Zielvorgaben vom Ministerium. Pro Professur bedeutet es, dass wir im Schnitt 10 Studierende mehr aufnehmen müssen. Das heißt, wenn Sie einen Studiengang haben mit 6 Professuren, bedeutet das 60 Studierende bei der durchschnittlichen Durchfallquote, die wir an der Hochschule Augsburg haben, sind es immer 10 Studierende pro Professur. Also jede Menge, wenn Sie das alles zusammenzählen, mit den 6 Zuweisungen aus letztem Oktober, sind wir bei 21 Professuren, die auf einen Schlag in die Fakultäten gegeben werden. Bitte, auch wenn die Studiengänge gestaffelt gestartet werden, also wir werden ja diesen Oktober mit Wirtschaftspsychologie und internationale Informationssysteme starten und digitales Planen und Bauen und Creative Engineering im Oktober nächsten Jahres. Nichtsdestotrotz, liebe Fakultäten, bitte starten Sie jetzt schon mit den Ausschreibungsprozessen. Warten Sie nicht, bis der Bedarf durch den Studiengang da ist, sondern fangen Sie jetzt gleich an. Wenn die Kolleginnen und Kollegen da sind, können die natürlich auch in den Bestandsstudiengängen, die wir ja jetzt schon haben, können die entsprechend mithelfen. Und das hilft und entlastet dann natürlich alle. Bitte bedenken Sie eines, es sind viele Ressourcen. Wenn viele Ressourcen kommen, kommen viele neue Ideen, selbstverständlich. Und dann kommt sofort der Ruf nach neuen Masterstudiengängen. Jede Fakultät hat ein gewisses Set an Lehrbudget, Geldbudget und Raumbudget, das sie eigenverantwortlich verwalten kann. Überlegen Sie sich gut, ob Sie Ihre Ressourcen in Bachelorstudiengänge stecken, in Masterstudiengänge oder aber auch, ob Sie an dem Promotionsrecht teilhaben wollen.
Sie können sagen, zum Beispiel eigenverantwortlich, Promotion ist uns nicht so wichtig, da werden wir nicht einsteigen, wir machen dafür einen neuen Masterkurs. Oder wie Sie können sagen, eigenverantwortlich, wir haben genügend Master, wir gucken, dass wir im Bachelor mehr Energie reinstecken. Wichtig ist mir eines, weil das auch die letzten Wochen von den Studierenden gekommen ist, nur um ungefähr ein Gespür zu haben, wie die Ressourcenaufteilung zwischen Lehre und Forschung ist, weil das immer so die Wechselwirkung bei der Promotion im Vordergrund steht. 93% der Ressourcen an der Hochschule Augsburg gehen in die Lehre. 5% gehen in die Selbstverwaltung. 2% gehen in die Forschung. Wenn Sie also in einem Fakultätsrat hören, naja, es wird ja nur noch Forschung gepusht, 93% gehen in die Lehre. Ich denke, diese Ressourcen sprechen für sich. Was wir natürlich machen müssen, ist, dass wir durch den Zustrom an Ressourcen eine Verschiebung dieser Gewichtung bekommen werden. Zielgewichtung ist wie folgt: 90% Lehre, 5% Selbstverwaltung, 5% Forschung. Es werden heiße Diskussionen sein, da bin ich mir sicher. Aber ich denke, es ist ein tolles Ergebnis, dass wir auf einen Schlag 21 Professuren direkt in neue tolle Studiengänge stecken können. Und vor allen Dingen, dass wir die Ressourcen bereits haben, bevor die Studiengänge beginnen. Das war noch nie so. Also, ich bin auf jeden Fall ganz aufgeregt, dass die tollen Ideen, die Sie in den Fakultäten geliefert haben, dass wir die jetzt, zumindest die ersten vier, dass wir die umsetzen können, und freue mich schon und bin ganz gespannt, was alles auf uns zukommt. Und wenn es auch in dem ein oder anderen Fakultätsrat mal ein bisschen stürmisch zugeht, vergessen Sie nicht, am Ende wird alles gut.